Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gut, dass ich mir gar keine Rede erst aufgeschrieben hatte. Das würde ich nämlich jetzt alles zur Seite legen und hätte es gelegt, weil auf einige Dinge muss man hier jetzt sehr aktuell eingehen und auch auf das, was gestern hier in diesem Raum auch gesagt worden ist. Frau Kollegin Gebauer, war das, was Sie jetzt gerade gesagt haben zum Gymnasium und der Heterogenität und dass alle Kinder dort behalten werden sollen, das Plädoyer für das inklusive Gymnasium, das auch die Kinder beschult, die nicht bis zum Abitur dort bleiben werden, war das das Plädoyer für das Abschaffen der Orientierungsstufe? Dann sollten wir doch mal da ganz grundsätzlich drüber reden. Und dann können wir in der Tat über ganz viele Dinge miteinander reden, denn am Gymnasium ist die Lehrerwochenstundenverpflichtung schon 25,5 jetzt. An den Gesamtschulen, an den Sekundarschulen ist das auch so. Das ist die Frage, wo werden Sekundarschulen denn besser gestellt als andere Schulen? Das müssten Sie sich dann mal bitte auf den Mund zergehen lassen. Aber wenn wir da ins Gespräch miteinander kommen, finde ich, ist das eine interessante Perspektive. Das ist das Erste. Das Zweite aber, und das fand ich gestern wirklich dreist und scheinheilig, Ihr Kollege Witzel ist ja heute leider nicht da. Wenn hier zusätzliche, ja nicht hier im Saal, wenn hier zusätzliche Bedarfe angemeldet werden und Sie heute bei allem Wohlwollen in den ersten zwei Minuten, die von Frau Vogt und von Ihnen auch dargeboten werden, Sie dann auch noch vom Sparen reden, dann in welchem Bereich denn bitte? Ihr Kollege Witzel hat gestern hier verkündet, 700 Millionen ist das Sparziel. Und wer in diesem Land 700 Millionen einsparen will, der muss 14.000 Stellen in Frage stellen. Und das heißt dann, wo denn? Im Polizeibereich, im Schulbereich? Und dann müssten Sie doch auch wissen, ich wollte es heute eigentlich nicht wieder sagen. Aber wenn Sie so auf die Frage von Kienbaumlücke und anderen rekurrieren, 10.000 Stellen hatten Sie schon aus der mittelfristigen Finanzplanung gestrichen, Schwarz-Gelb. So war das. Die haben wir erst mal im Bereich der Schule belassen. Wir mussten 1.000 Stellen ausfinanzieren, die gegen den Haushalt überhaupt nicht hinterlegt waren. Auch das mussten wir machen. Und jetzt packen wir 5.766 Stellen noch zusätzlich obendrauf, weil mehr Kinder zu uns kommen. Und Frau Vogt, das sind alles unsere Kinder. Und wenn Sie sich hier in dieser Art und Weise zur Wasserträgerin machen von Bedenken, ich möchte Sie fragen, was haben Sie denn gestern darauf geantwortet, wenn Besorgnis besteht? Können wir die Flüchtlingskinder dann noch verantwortlich aufnehmen? Haben Sie das dann gemacht, wie Sie das hier auch immer machen, diese Besorgnisse noch schüren? Haben Sie aufrichtig gesagt, dass diese Landesregierung über 5.000 Stellen in die Hand nimmt, zusätzlich in das System hineingibt und diese Stellen kommen allen Kindern zugute? In der Art und Weise, wie Sie das heute hier dargeboten haben, gehören Sie zu denen, die zündeln. In der Art der AfD in dieser Gesellschaft. Genau so. Das ist unverantwortlich. Das ist unverantwortlich. So, das hat nichts mit dem Transportieren von Botschaften. Diese Botschaften höre ich. Sie haben gesagt, ist es verantwortlich, Flüchtlingskinder bei uns zu beschulen? Ja, ich frage Sie, was haben Sie denn darauf verantwortlich als Demokratin hier geantwortet? Das ist doch wirklich unglaublich. Und dann müssen Sie, Sie haben diese Botschaft hier weiter perpetuiert, indem Sie ganz deutlich das gesagt haben, dass die Unterdeckung da ist. Und wir haben gemeinsam vereinbart, und das müssten Sie dann auch darstellen, Frau Kollegin Vogt, dass die demografischen Effekte im System bleiben und dass wir sie gemäß Schulkonsens auch verwenden, und zwar zum kontinuierlichen Verbessern im System. Das sind die strukturellen Verbesserungen, die dann auch darstellen, dass die Kienbaumlücke weiter kontinuierlich abnimmt. Und das können wir seit 2010 auch sehen. Im Übrigen hat in der Bildungskonferenz, und das müssen Sie auch nachvollziehen, niemand darauf rekurriert zu sagen, jetzt wollen wir als Erstes die Kienbaumlücke herausnehmen, sondern wir haben gesagt, wir schaffen die strukturellen Verbesserungen gemeinsam, um dieses System langfristig immer besser auszustatten und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Also das wird leider vergessen in all diesen Fragen. Und Sie gehen dann hierhin und sagen, wir sollen investieren in die Frage der Unterrichtsausfallerhebung in einer Art und Weise, die uns 255 Stellen
kosten würde und die uns nichts weiter an Erkenntnis bringt. Lassen Sie uns doch bitte hineingehen in den Diskurs dazu, woher kommt der Unterrichtsausfall, was liegt in der Stundenorganisation, wo sind wirklich die Bedarfe, wo nachgesteuert werden muss. Dieser strukturellen Diskussion haben Sie sich bisher auch verweigert. Das ist leider immer weiter anzumerken. Die Frage der Schulpolitik ist eine sensible, und wenn sie so geführt wird, wie sie heute Morgen hier angefangen worden ist, und wenn das so transportiert wird, dann richten wir Flurschaden an. Wir können uns Konzepte streiten miteinander, wir können uns über die Frage, ist der Weg A oder B richtig, können wir uns miteinander streiten, aber in dieser Art und Weise, wie das heute dargeboten wird, da fällt das auf die Seite derjenigen, die wir in diesem Land nicht befördern sollten, und das will ich noch mal sehr deutlich sagen, das ist mit uns nicht zu machen.